Schön, dass ihr da seid und dass wir den Gottesdienst wieder gemeinsam hier feiern können. Es ist eben doch was ganz anderes, ob man hier vor einem leeren Saal steht und einer Kamera und euch zu Hause weiß oder hier vor Ort weiß. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen, wie ich mein Umfeld positiv beeinflusse. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, wie ich bei der Arbeit meinen Glauben lebe. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie ich meine Familie positiv beeinflusse. Vor einiger Zeit habe ich den Satz gehört: Die Familie ist ein Übel, ein bittersüßes Joch. Für wahr, sie gleicht der Zwiebel. Man weint und isst sie doch. Ich dachte mir, was ist das denn für ein schreckliches Bild von Familie? Familie ist ja eine göttliche Erfindung, ja? Gott hat Familie ins Leben gerufen und geschaffen. Und wenn das von Gott kommt, dann ist das erstmal was Positives. Natürlich können Menschen das auch missbrauchen und was Schlechtes draus machen, aber erstmal müssen wir sagen, es ist was Gutes. Und an dem Guten, da dürfen wir auch festhalten. Ich dachte mir, heute spreche ich darüber, über Familie, weil Jesus ja gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nicht bemüht euch, das zu sein, sondern da, wo du als Christ bist, da darfst du den Zuspruch und die Gewissheit haben, ja, du bist es. Und in der Familie, da leben wir ja alle. Völlig egal, ob wir das als Kind tun oder als Eltern tun, ob wir das als Oma tun oder ob wir das als Onkel tun, ob wir das als Nichte oder Neffe oder irgendwie als Tante machen. Wir leben irgendwie zusammen. Und deswegen war es mir wichtig, das Thema heute nochmal aufzugreifen. Mein Wunsch und mein Ziel ist es heute, dass wir einfach das Positive, die gute Absicht Gottes hinter der Familie ganz neu entdecken und auch zu schätzen lernen. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du Familie hörst. Vielleicht an die Mama, die sich so ganz liebevoll um dich und um die anderen Kinder damals gekümmert hat. Aber ihr seht auf diesem Bild, da fehlt der Papa. Vielleicht war der Papa einfach nicht da. Vielleicht, weil die Mutter geschieden war, der Papa euch verlassen hat. Vielleicht, weil er gestorben ist. Oder vielleicht, weil er so viel gute Arbeit hat und unabkömmlich auf der Arbeit war, dass die Mama trotzdem alleine alle schmeißen musste. Vielleicht denkst du an Familie eher an das hier. Wenn man daheim war, dann gab es Knatsch und Streit. Und du warst immer froh, wenn du die Hausaufgaben sofort abschließen konntest und zu Freunden gehen konntest, dort herrschte Frieden. Da war so ein bisschen Harmonie gewesen, aber zu Hause, da war man nur, wenn es wirklich unbedingt erforderlich war und sein musste. Vielleicht denkst du an Familie an das hier. Es ist ein etwas dunkles Bild. Da sitzen zwei im Wald und einer hat eine Bierflasche in der Hand. Vielleicht nach außen schön lächeln, gutes Bild abgeben, hinter der Fassade. Da war es aber manchmal ganz anders gewesen. Hoffentlich kriegt das niemand mit, wie es wirklich bei uns manchmal zugeht, wie wir uns fetzen, wie wir uns streiten, welche Schwierigkeiten wir haben. Aber wenn wir nach außen ein gutes Bild darstellen können, dann passt alles. Vielleicht auch eher das hier, glückliche Harmonie. Der Papa strahlt übers gesamte Gesicht und die Mama auch. Sie lachen dem süßen Baby hinterher, was gerade so die ersten Krabbelversuche macht. Und immer wenn es dann doch wieder auf die Nase fällt, dann ist das ganz toll und macht gar nichts aus. Und das Kind ist so süß und gut und das wird sich entwickeln. Und das wird das beste Kind werden, was diese Welt jemals gesehen hat. Denn schließlich erziehen wir beide es. Da muss doch was Gutes rauskommen. Familie. Das hat so die unterschiedlichsten Facetten. Familie kann so viel sein. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir nicht nur irgendwie wissen, wie Gott sich Familie vorstellt, sondern wenn wir das leben, dann ist das nie langweilig. Das fordert nämlich heraus. Denn auch in der Familie gibt es so ganz unterschiedliche Menschen. Und da, wo man zusammenlebt, da darf man aneinander reifen, da darf man aneinander wachsen. Und manchmal laufen vielleicht auch Sachen nicht so gut. Ich möchte heute einfach mal ein paar Prinzipien vorstellen über Familie, wie Gott sich sicherlich auch vorstellt, wie auch wir es leben können. Und ich möchte euch ein paar Anregungen mitgeben. Und da spielt es wirklich keine Rolle, ob du jetzt Kind bist oder Großvater, ob du Vater bist oder Nichte oder Neffe. Es ist für jeden was dabei. Ich möchte einfach da nochmal für uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du Familie geschaffen und erfunden hast. Ich danke dir dafür, dass es erstmal was Positives ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt ganz offene Ohren schenkst und ein offenes Herz, um was aufzunehmen von dir. Amen.
Wenn wir in die Bibel schauen, so die erste Familie hat Eva gerade vorgelesen, da gab es bereits Mord und Totschlag. Eigentlich tragisch, dass es so etwas gab und gibt. Die nächste Familie, die etwas ausführlicher beschrieben wird in der Bibel, das ist die Geschichte von Noah. Auch bei Noah, da war nicht alles immer nur gut. Die Bibel berichtet zum Beispiel davon, dass nach der Sintflut Noah der erste Weinanbauer oder Ausbauer wird. Und sicherlich wusste er auch noch nicht so wirklich um die Wirkung des Weins. Er trinkt nicht nur auf den Durst, sondern über den Durst hinaus und er liegt besoffen nackt da. Und einer seiner Söhne, der sieht das und er geht raus und erzählt, ey, der Papa, der liegt betrunken, nackt da. Und der andere Bruder, der nimmt sich zu Herzen und geht rein und deckt ihn einfach zu. Die nächste Familie, von der wir ausführlich hören, das ist die Familie von Abraham. Und auch da wissen wir, es lief nicht alles immer nur gut. Er hatte zwei Söhne, den Isaak und den Ismael. Und der Ismael, der trätzte und ärgerte den Isaak so sehr, dass es dann auch Spannungen gab zwischen der Frau von Abraham, der Sarah, und der Magd Hagar, die den Ismael zur Welt gebracht hat. Und es gibt eben Knatsch und die Hagar, die sagt, die Sarah sagt zum Abraham, schick doch die Hagar jetzt gefälligst weg, das geht doch so nicht weiter, unser ganzes Familienleben wird durcheinander gebracht. Später, wenn wir weiter sehen, auch bei Jakob und bei seiner Rebekka, die hatten 12 Söhne. Aber auch da gab es wieder große Schwierigkeiten. Die Kinder, die waren sich so spindelfeind, die haben den Josef so sehr gehasst, dass sie ihn umbringen wollten. Und dann haben sie doch entschieden, ja, wenn wir ihn umbringen, haben wir gar nichts davon, wir verkaufen ihn lieber als Sklave, dann haben wir ein bisschen Taschengeld noch. Das ist doch die viel bessere Option. Und sie machen es. Und da merkt man, hups, Familie, das ist ja wirklich was Umkämpftes. Das ist nicht alles nur immer leicht und gut und schön. Und gleichzeitig kann es auch was richtig Tolles sein. Josua ist mir da ein richtiges Vorbild. Josua war nach Mose der Anführer des Volkes Israels gewesen. Es war in seinem Leben nicht immer nur leicht. Er hatte viel Verantwortung auf seinen Schultern. Er musste so manche Kriege planen und führen mit den Israeliten. Er hat nämlich mit dem Volk das Land Kanaan erobert. Und auch später war er noch der Anführer, als die Stämme in ihren Gebieten gelebt haben. Als er dann alt gewesen war, wusste er, er wird nicht mehr so lange leben. Und er hat nochmal das gesamte Volk versammelt. Da heißt es dann in der Bibel, ich lese aus Josua 24, Vers 15, dass er gesagt hat, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, zum dem jenseits des Stroms, das ist der Euphrat gemeint, wo ja Abraham herkommt, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er macht dann nochmal klar, ich und mein Haus, also ich und alle in meiner Familie. Und damals hat man ja in großen Familien zusammengelebt, wir wollen den Herrn dienen. Das ist uns ganz wichtig. Er soll bei uns das Sagen haben, er soll das Zentrum haben. Meine Familie hat sich für den Glauben an Gott entschieden. Entscheidet euch, ob ihr das auch machen wollt oder nicht. Josua wusste, stabiler Glaube ist immer der eigene Glaube. Man kann den nicht vererben, man kann den nicht den anderen aufdiktieren. Und deswegen hat er gesagt, entscheidet ihr euch. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann kann es euer Glaube werden, dann ist er stabil, dann trägt er euch durchs Leben. Dieser Spruch aus Josua 24, ich aber und mein Haus, die wollen dem Herrn dienen. Solange ich mich erinnern kann, ist er bei meinen Eltern nach dem Hauseingang auf einer ganz großen Haustafel. Und wenn ich so zurückschaue, muss ich auch sagen, ja, meine Eltern sind Menschen wie du und ich, nicht perfekt. Aber das war wirklich ihr Vorsatz, das haben sie probiert zu leben. Wir wollen als Familie Jesus nachfolgen. Als Jugendlicher fand ich das manchmal ein bisschen peinlicher, wenn so Freunde gekommen sind, die jetzt nicht an Jesus geglaubt haben und man kommt ins Haus rein und das Erste, was man da sieht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Heute sage ich, toll, das ist mutig, das ist ein klares Bekenntnis, finde ich super. Manchmal sagt man ja, man braucht Kinder nicht zu erziehen, die machen einen sowieso alles nach. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Nicht nur ein bisschen was, ich glaube sogar ziemlich viel. Die Menschen, mit denen du und ich zusammenleben, in der Familie hat man ja ganz viel Einfluss aufeinander, weil man sich nahe steht. Die kriegen ja ganz viel von einem auch mit.
und die sagen, das übernehme ich oder von dem grenze ich mich absichtlich jetzt ab und will das nicht machen, weil mich das stört oder ich das schlecht finde. Manchmal denkt man ja, Menschen, die lernen Jesus kennen und dann lernen sie auch andere Christen kennen. Meistens aber umgedreht. Die meisten, die anfangen an Jesus zu glauben, die lernen erstmal andere Christen kennen und sehen, wie die leben, sehen, was die tun und wie die reden. Und später lernen sie Jesus kennen. In unseren Familien, wenn Kinder geboren werden, ist es immer so, dass sie erstmal Christen kennenlernen, wenn Christen da sind in der Verwandtschaft. Und dann, wenn sie eben älter werden, dann entscheiden sie sich vielleicht auch für den Glauben an Jesus. Und in der Familie kann man sich ja nichts vormachen. Da kriegt ja der Sohn zum Beispiel mit, wenn der Papa im Gottesdienst immer strahlt und freundlich ist und alle begrüßt und zu Hause immer bloß schimpft und zornig ist und aggressiv ist. Oder wenn die Mama sagt, als Christen ist es wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und dann ist man zusammen im Supermarkt und man sagt zur Mama, du Mama, ich glaube, wir sollten jetzt noch für die Kassiererin beten. Und die Mama sagt, nein, das machen wir jetzt nicht, ganz schnell raus von hier. Und man wundert sich, ja, wie ist das jetzt bei der Mama? Sollen wir jetzt auf den Heiligen Geist hören oder nicht? Das Schöne in der Familie ist, jede Fassade, bröckel, 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 die fällt irgendwann mal ab. Ich glaube, es ist gut, gewisse Werte zu haben, wo man sagt, nach denen will ich und wollen wir leben. Regeln, die sind manchmal nicht klar und unverständlich. Werte dagegen, die geben eine Richtung vor. Wenn man in der Familie sagt, wir schreien uns nicht an, dann weiß man ja immer noch nicht, was jetzt besser ist. Wenn man im Gegensatz sagt, wir reden liebevoll und in Zimmerlautstärke miteinander, dann ist es klar. Ob es dann immer noch gemacht wird, das ist nochmal eine andere Herausforderung, aber es ist schon mal klar. Und so ein paar Werte möchte ich euch jetzt einfach vorstellen. Ein Wert ist zum Beispiel, wir verstehen uns als Team in der Familie. Manche Leute sagen, ach Team, das ist ja ein wunderbares Wort, besteht aus 4 Buchstaben, ja, toll, ein anderer macht's. Denn in einem Team, da kann man immer sagen, du bist jetzt gefordert. Und in der Familie, da kann man ja auch immer sagen, nee, ich soll jetzt schon wieder das Bad putzen, mach du doch mal. Da gibt es ja Leute, auf denen man die Arbeit abschieben kann, die Schuld abschieben kann, wenn was vergessen wird oder nicht so gut läuft. Aber stellt euch mal vor, die Buchstaben, die stehen für Treue, für Einsatz, für Ansporn, für Miteinander. Dann kann da eine richtig positive, gute Dynamik innerhalb des Familienteams entstehen. Man kann an dem anderen immer irgendwie was kritisieren, wenn man will. Im Römerbrief Kapitel 12, da heißt es mal, seid eines Sinnes untereinander. Also so viel wie, zieht in die gleiche Richtung, zieht an einem Strang. Und wenn man das als Familie macht, da kann man richtig stark sein. Gegensatz wäre, man reibt sich aneinander auf. Man sucht immer irgendwie nach der Nadel im Heuhaufen, was mir an der Mutter nicht passt, was die schwierige Tante Emma alles nicht gecheckt hat und immer wenn die da ist, dann gibt es Ärger und Anstrengung und ich überlege schon wieder heute, was ich morgen an ihr kritisieren kann. Da, wo man liebevoll miteinander umgeht und sagt, ich will den anderen unterstützen, soweit ich das kann, da bist du nicht der Depp, sondern da baust du dir dein Team auf, mit dem du zusammenlebst und durchs Leben gehst, wo man stark wird gemeinsam. Als Team, da kann man sich positiv herausfordern und anspornen. Man hat in den 60er Jahren mal ein Experiment gemacht, ein sozialpsychologisches. Eine Schulklasse hat man durchschnittliche Schüler genommen, 4 Stück, hat zu den Lehrern gesagt, pass mal auf, diese 4 Schüler sind hochbegabt, obwohl sie ganz normal gewesen waren. Am Ende des Jahres hat man mal geschaut, wie diese 4 Schüler sich entwickelt hatten, wo man den Lehrern absichtlich die Falschinformation zugespielt hat. Interessanterweise waren die wirklich alle richtig gut gewesen. Die Lehrer gingen anders mit ihnen um, weil sie diese Info hatten und haben die ganz anders gefördert in der Klasse. Wenn ich das jetzt mal auf unsere Familie runterbreche, wenn ich mit den Menschen so umgehe, wie ich möchte, dass sie sind, dann entwickeln sie sich auch dahin,
wo ich sie haben möchte. Und da kann man sich richtig gut ansponnen in der Familie. Als Team in der Familie zu sein, gehört für mich auch dazu, dass man miteinander betet. Meine Großmutter ist vor ein paar Jahren gestorben, als sie 93 war. Ich habe sie nicht so oft gesehen, manchmal im Urlaub. Aber wenn ich bei ihr gewesen war, hat sie immer gesagt, Thomas, ich bete für dich, jeden Tag bete ich für dich. Ich finde das super, ja? Da jemand im Team zu haben, wo ich wusste, diese Person, die denkt jeden Tag im Gebet an mich. Und ich finde das klasse, wenn Menschen innerhalb der Familie auch sagen, wir beten miteinander und wir beten füreinander. Wir sind nicht nur eine Lebensgemeinschaft, die unter einem Dach wohnt, wir sind auch eine geistliche Einheit, die sagt, unser Glaube ist uns wichtig. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen. Ich glaube, da kann eine riesige Kraft davon ausgehen, wenn man morgen den anderen fragt, was steht denn heute bei dir an? Gibt es was, wo ich für dich beten kann? Und wenn man dann vielleicht einfach nach dem Frühstücken morgens die Hände faltet und das vor Gott legt. Meine Eltern, die hatten viel zu tun damals. Ich bewundere sie manchmal. Wir waren 7 Kinder, mein Vater ist morgens zur Arbeit gegangen, kam dann irgendwann heim, hat zu Hause noch weitergearbeitet. Aber jeden Morgen und jeden Abend haben meine Eltern sich die Zeit genommen zum Gebet. Auch wenn wir morgens in die Schule gegangen sind, hat die Mutter noch mit uns gebetet für den Schultag. Wenn sie uns abends ins Bett gebracht haben, kamen sie, wenn wir klein waren, und haben mit uns gebetet und den Tag beschlossen. Geistliche Einheit, weil man ein Team ist, was nicht nur das Leben gemeinsam bewältigt, sondern eben auch den Glauben zusammenleben darf. Ein anderer Wert ist, wir sind eine Familie, die Herausforderungen als Abenteuer sieht. Wir helfen uns dabei gegenseitig und unterstützen uns, wo wir das können. Wenn man das als Familie lebt, kann das auch enorme Kräfte freisetzen. Und es gibt Herausforderungen. Die Frage ist nicht, ob es welche gibt, die Frage ist nur, wann es welche gibt und wie sie sind. Jeder hat die. Und jeder strengt sich da manchmal mit an und kämpft damit und bewältigt sie auf eine andere Art und Weise. Frage ist, macht man es auf eine gute oder auf eine belastende? Angenommen, ein Kind hat schlechte Noten. Das Vorrücken, das ist gefährdet. Das Kind hat keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Das Lernen zu Hause, das wird zur Qual. Was macht man jetzt? Es belastet ja alle. Manche erhöhen den Druck und sagen, Handy gibt's nicht mehr vor Abend 6. Zu deinen Freundinnen und Freunden darfst du nicht mehr, bevor du nicht mindestens 3 Stunden gelernt hast. Und in den Ferien immer 2 Stunden lernen. Eine Möglichkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Andere Möglichkeit wäre, die Opferrolle einzunehmen. Dieses blöde bayerische Schulsystem und überhaupt dein Mathe- und Englischlehrer, die sind ja total inkompetent, die kriegen es ja nicht hin, dass die ja das gut erklären. Das ist ja furchtbar. Würden wir jetzt vielleicht in Berlin leben, würdest du das Schuljahr sicherlich locker backen, aber wir leben hier in dem komischen Bayernland. Aber wird es davon besser? Man könnte auch überlegen, und was können wir jetzt gemeinsam vielleicht machen, dass die Englisch- und Mathe-Noten sich verbessern? Wie kann ich da aktiv unterstützen und vielleicht helfen? Eine ganz andere Herangehensweise wäre das. Auch Konflikte, die gibt es in jeder Familie. Die gibt es auch in jeder christlichen Familie. Die Frage ist, wie geht man damit um? Neulich habe ich mal den tollen Satz von einer alten Person gehört, die zu mir gesagt hat, meine Frau, die muss ja wirklich eine Heilige sein. Die hält es jetzt schon 40 Jahre mit mir aus. Vielleicht können das viele Ehepartner sagen, wenn sie ehrlich sind. Schweigt man den Konflikt tot? Brüllt man den anderen an? Tut man so, als wäre einfach nichts? Wie löst man es? Wie geht man aufeinander zu? Lebt man aus der Vergebung oder macht man den anderen nur Vorwürfe und Anklagen? Ich weiß, es ist herausfordernd zu leben, aber ich bin überzeugt davon, es lohnt sich, konstruktiv anzugehen. Nur dann kann ja auch das Positive zum Tragen kommen. Im Epheserbrief Kapitel 4, da heißt es mal, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Schaut, dass ihr die Sachen zeitnah klärt. Ein anderer Wert zum Beispiel, wir haben Vertrauen in einen großen Gott, der es gut mit uns und den Menschen meint, denen wir begegnen.
Gott meint's gut mit uns und den Menschen. Er meint's nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal herrscht so eine Negativstimmung vor. Alles wird erst mal kritisch beäugt. Das kann doch überhaupt nicht gehen. Da ist bestimmt irgendwie wieder so ein Haken dabei. Wenn wir jetzt Ja sagen, kommt später hinterher die Keule auf uns zurück. Kritisch, nein, zurückhaltend. Was Gutes vom Leben erwarten wir eigentlich gar nicht. Und wenn uns jemand ein Kompliment macht, dann macht er das bestimmt nur, weil er hinterher was von uns braucht. Wenn man sagt, wir vertrauen in einen großen Gott, der es gut mit uns und den Menschen meint, dann ist da was eine ganz andere Kraft dahinter, weil man den Sachen positiv begegnet. Wenn dann zum Beispiel eine Herausforderung kommt, dann sagt man, mit Gottes Hilfe gehen wir es jetzt an. Und wir glauben, er trägt uns durch und er wird das zum Guten wenden. Und mit dieser Einstellung löst man doch Herausforderungen viel besser und einfacher. Da fällt es einem auch doch leichter, das zu tun. Wenn dann der Sturm beim Gewitter kommt, wie gestern Nachmittag, und der Sonnenschirm abknickt, dann kommt nicht der Papa und sagt, warum habt ihr Kinder vergessen, den einzuklappen, bevor dem Gewitter, und schimpft, sondern kommt der Papa, sieht ihn abgeknickt und sagt, lieber Gott, vielen Dank, dass der Sonnenschirm jetzt 17 Jahre uns Schatten spenden durfte. Das ist doch wieder was ganz anderes. Und es prägt unsere Familienkultur. Und da hat jeder von uns Verantwortung und die Möglichkeit, das mit zu beeinflussen. Im 1. Thessalonicher 4, da heißt es, alles, was von Gott kommt, ist gut und wir dürfen es dankbar aus seiner Hand nehmen. Stellt euch mal vor, dieser Satz, der steht über euer Familienleben. Alles, was von Gott kommt, ist gut und wir dürfen es dankbar aus seiner Hand nehmen. Und du nimmst das dankbar aus seiner Hand und du nimmst die Mitmenschen dankbar aus seiner Hand und du freust dich über sie und du freust dich an ihnen. Ein anderer solcher positive Wert könnte sein, wir möchten jedem Gast das Gefühl geben, willkommen und geliebt zu sein. Wenn jemand ins Haus kommt, in die Wohnung kommt, den Garten betritt, dann wollen wir ihn signalisieren, du bist willkommen. Es heißt ja manchmal, Kindermund tut Wahrheit kund. Und vielleicht habt ihr solche Geschichten schon mal erlebt. Du schaust raus aus dem Fenster, hast viel noch vor, bist beim Arbeiten und beim Rödeln und du denkst dir, oh nein, die Tante Emma kommt, die hat uns gerade noch gefehlt. Und weil du schwer beschäftigt bist, sagst du zum Kind, geh mal an die Tür, gleich klingelt's, mach mal auf, die Tante Emma steht davor. Kind geht raus, öffnet die Tür, strahlt die Tante Emma an und sagt, die Mama hat gesagt, du hast uns jetzt gerade noch gefehlt. Und du denkst dir, oh nein, am liebsten würdest du im Boden vor Scham versinken. Ja? Wie konnte das jetzt passieren? Ich fand es sehr schön damals. Bei uns zu Hause, da waren viele andere Leute. Schon Freundinnen und Freunde von mir und den Geschwistern waren immer wieder da gewesen. Da ist ein Rein- und Rausgehen gewesen. Ich habe es als was sehr Unkompliziertes erlebt. Wenn mehr Leute da waren, ist nicht aufgefallen, es waren ja sowieso schon viele im Haus. Und auch heute, wenn ich bei den Eltern bin, ich bin immer noch erstaunt, wie oft da Leute vor der Tür stehen und reinkommen und was vorbeibringen oder einfach nur mal reden wollen und wieder gehen. Ist sicherlich auch auf den Dörfern ein bisschen anders als eher in dem städtischen Umfeld. Aber ein Gast ist ein Segen. Das ist so eine Grundannahme. Es ist keine Last, der stört, für den man sich jetzt da Zeit nehmen muss, sondern es ist ein Segen. Und wenn dann jemand da war und es hat nicht gepasst, dann war das kein Problem. Ja? Dann hat eben meine Mutter oder mein Vater einfach das gemacht, was sie sowieso gemacht haben. Und die Person hat eben dann zugeschaut, wenn da die Fenster geputzt worden sind, ja, und hat ein bisschen gesprochen und ging dann auch wieder. Es war kein Problem. Wir Deutschen sind da manchmal sehr kompliziert. Wir machen uns das Leben, glaube ich, manchmal selber sogar schwer. Wir denken, wenn jemand unser Haus betritt, dann muss er ein Hochglanzrefugium vorfinden. Am besten noch ein fertiges Essen oder ein Kuchen muss auf dem Tisch stehen und dann kann jemand reinkommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll er doch bitte schön draußen bleiben. Ich bin so froh. Immer wenn wir in der Bibel lesen von der Gastfreundschaft, da konnte das ja gar nicht der Fall sein.
Die Leute hatten nämlich noch kein Handy, mit dem sie sich anmelden konnten. Die standen damals einfach vor der Tür und waren da. Und da hatte auch niemand den Anspruch, dass alles fertig sein muss und schön sein muss. Wenn Jesus zu Gast gewesen war, dann war er eben einfach da bei den Leuten. Oder die haben gesagt, ach Jesus, der Wanderprediger ist bei uns, komm mal mit, heute Abend feiern wir bei uns, schön, dass du da bist. Und dann wurde eben alles noch erst vorbereitet, wenn die schon da gewesen waren. Gott ist ein unheimlich gastfreundlicher Mensch. Immer wieder hat Jesus in den Gleichnissen von Himmelreich, die er erzählt hat, davon gesprochen, dass ein großes Festmahl gemacht wird, wo die Leute eingeladen sind. Der Himmel, der wird verglichen mit einem gedeckten Tisch, wo wir eingeladen sind und dazukommen können. Jesus selber hat sich oft einladen lassen. Ich finde, es ist ein großer Wert, den wir auch heute leben dürfen, dass wir sagen können, mein Zuhause soll ein offener Ort sein, wo andere willkommen sind und geliebt werden. Ich kann mich daran erinnern, als Teenager war ich in einem Hauskreis. Und wir haben mal eine Hauskreis-Wochenendfreizeit gemacht. Jemand der Teilnehmer kannte da eine Gemeinde in der Nähe von Passau und hat gesagt, ich frage da einfach mal an, ob wir da übernachten dürfen. Das haben wir auch gemacht. Wir waren Sonntag brav im Gottesdienst, aber ich weiß nicht mehr, um was es da ging. An was ich mich aber noch gut erinnern kann, war, dass wir fast jeden Tag zweimal bei Leuten eingeladen waren. Und die Begegnung, die waren richtig schön. Leute aus der Gemeinde haben gesagt, ach, wollt ihr zu uns zum Frühstücken kommen morgen am Samstag? Und wir als Jugendliche haben gerne gesagt, das tun wir und haben den Tisch leer gegessen. Und nicht nur das, das Schöne war die Begegnung. Ich habe Einblick bekommen, was andere machen, wie die leben, was die tun, was die arbeiten. Das war ein prägendes Wochenende, weil immer beim Essen hatte man Austausch, Gemeinschaft, Gespräch. Ich glaube, unsere Häuser, die dürfen Segen für andere sein, ganz physisch. Da, wo jemand ein Bett braucht, wo jemand ein Glas Wasser braucht, wo jemand einfach mal Wärme braucht, da können wir es ihnen doch geben in den vier Wänden. Die können auch geistlichen Ort des Auftankens werden, wenn wir miteinander oder füreinander beten, wenn wir zuhören und jemanden ermutigen, wenn wir jemanden ernst nehmen und signalisieren, du bist mir wichtig, ich liebe dich und schätze dich. Die können auch seelisch einfach ein Ort der Kraftquelle sein, wenn jemand merkt, ich bin nicht alleine. Ich habe Menschen, die sich für mich interessieren. Das sind Leute, denen ich wichtig bin. Das tut gut. Da tankt die Seele auf. Ein anderer Wert kann zum Beispiel sein, wir gehen liebevoll, wertschätzend und ermutigend miteinander um. Und ich will euch hier nicht erschlagen, ja, überhaupt nicht. Wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh nein, das hört sich ja alles wirklich super an, die Werte. Da stehe ich ja auch immer dahinter. Nur das Umsetzen, das fällt irgendwie schwer. Das ist so herausfordernd. Ich weiß, dass das Umsetzen die Herausforderung ist. Aber ich glaube, wir sind da nicht alleine. Ich weiß, Jesus ist bei uns. Er hilft uns doch bei den Schritten. Nicht wir müssen das aus unserer Kraft tun. Wir wissen ja auch, wir können nur das weitergeben und umsetzen, was wir aus Gottes Hand nehmen dürfen. Aber er ist bei uns. Und er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Da, wo wir von ihm erleuchtet sind, da sind wir einfach Licht für unsere Mitmenschen. Da können wir das auch tun und weitergeben. Wir gehen liebevoll, wertschätzend und ermutigend miteinander um. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und vielleicht denkt man jetzt da auch, wenn man das so hört, ach Mensch, bei mir in der Familie, wenn wir sagen, wir essen um 7 Uhr Abend, da ist ja keiner da, die sind ja alle so unpünktlich immer. Denen fällt vorher immer so die dringenden Sachen ein, die sie tun müssen. Aber dass sie an die anderen denken, ich komme da immer zu spät. Und das Lieben, das fällt vielleicht schwer. Das Lieben, das hat immer mit einer Entscheidung mit dem anderen zu tun. Das sind keine Gefühle. Wenn Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, dann fällt mir erstmal auf, Jesus hat bedingungslos geliebt. Er hat den anderen so angenommen, wie er war. Er hat ihn so kommen lassen. Seine Liebe hatte die Kraft, den anderen positiv zu beeinflussen und zu verändern. Er musste nicht erst so sein, dass Jesus ihn lieben konnte.
Stellt euch mal vor, wir schaffen das, in unseren Familien zu leben. Einfach den anderen bedingungslos zu lieben. Mein Ja zu ihm zu haben, wie er ist. Das verändert doch auch uns zum Positiven. Das macht doch was mit uns. Jesus hat unheimlich treu geliebt. Die Jünger, die er berufen hat, zu denen stand er. An ihnen hielt er fest. Auch dann, wenn sie manches nicht verstanden haben. Wie oft hat er von seinem Tod gesprochen und die wussten nicht, dass Jesus wirklich stirbt. Trotzdem waren es seine Jünger. Und Petrus hat ihn verleugnet dreimal. Trotzdem hat Jesus an ihn festgehalten. Und Judas hat ihn verraten. Jesus wusste es, dass er ihn verraten wird. Trotzdem hat Jesus mit ihm noch Abendmahl gefeiert. Das waren seine Jünger. An ihnen hat er festgehalten bis zum Ende. Auch als Familie finde ich es toll, wenn wir aneinander festhalten. Auch wenn jemand vielleicht mal einen ganz anderen Weg geht, einen Weg, den wir gar nicht gut finden, wo wir ihn vielleicht auch klar abgeraten haben davor. Aber die Liebe zu sagen, du bist trotzdem meine Tante, du bist trotzdem mein Sohn, ich glaube, das braucht's. Da sind wir ein Zeugnis für die Familie und für diese Welt. Vielleicht denkst du dir, Mensch, Familie, super Werte, klasse, wenn die gelebt werden. Aber bei mir und bei uns ist so vieles da anders. Ich will dir Mut machen, einfach den nächsten kleinen Schritt zu machen aus der Kraft, die Gott dir gibt. Und dann wieder den nächsten aus der Kraft, die Gott dir gibt. Hör da nicht auf, Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Du bist das, ganz besonders in deiner Familie. Da hat dich Gott hingestellt, da hat er einen Platz dir zugewiesen, weil er dich da braucht. Und da darfst du das als Kind sein, da darfst du das als Uropa sein, da darfst du das, wer auch immer du bist, in der Familie sein. Und du bist Licht und Salz. Amen. Ich möchte an der Stelle noch für euch beten. Herr Jesus, danke für die Familien. Danke dafür, dass wir da auch eine Verantwortung haben und dass wir das mitgestalten dürfen aus deiner Kraft. Ich bitte dich darum, dass du uns die Kraft immer wieder aufs Neue dazu gibst. Segne du uns, schenk du uns Liebe zueinander. Mach du, dass wir zusammenhalten, uns annehmen, uns vergeben, wo wir schuldig aneinander werden. Amen. Und an der Stelle möchte ich einfach auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen an all die Leute, die mit Familien leben, die in Familien investieren. Wenn du Mutter oder Vater bist, vielen Dank, dass du für Kinder so viel eingesetzt hast, dass du es immer noch tust. Wenn du Sohn oder Tochter bist, super, dass du deine Eltern ertragen hast, auch wenn sie vielleicht mal anstrengend war. Toll, dass du sie einfach ins Herz geschlossen hast und dass du ihnen auch Wertschätzung zurückgibst. Schön, dass es auch euch gibt, dass wir als Gemeinde auch so eine Art Familie bilden dürfen, wo wir diese Werte immer wieder aufs Neue leben dürfen, umsetzen können und herausgefordert werden dürfen.